Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crescent Castle mit mir, dem skinlosen J28 Gaming. In dieser Folge werden wir ein bisschen an dieser wunderschönen Burg weiterbauen, auch wenn ich in der letzten Folge festgestellt habe, dass ich off-camera sehr viel produktiver bin als on-camera. Aber wir werden es diese Folge mal wieder versuchen. Und zwar würde ich diese Folge gerne die Bahn ein bisschen weiter fortführen. Und genau, hier kommt so eine Art Marktplatz hin, denke ich mal. Und dann werden hier hinten die großen Gebäude hinkommen, so ein Reih und irgendwas. Und ja, diese Folge werden wir dann den Bahnhof hoffentlich bauen. Der, was ist das denn hier? Ach so, stimmt. Ich erinnere mich. Genau, wir werden dieser Folge die Bahn bauen. Habe ich jetzt, glaube ich, schon zum achten Mal gesagt. Okay, wir überlegen uns mal ganz kurz, wo die Bahn im Endeffekt ihren Bahnhof haben wird. Das könnte hier hinten sein. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir hier vorne noch so eine Art Bahnunterführung machen, damit man auch unter der Bahn am Ende durchkommen kann. So, denn wir wollen ja auch die Seiten wechseln, ohne überfahren zu werden. Das ist eigentlich immer recht vorteilhaft. Dann nehmen wir uns mal, sagen wir, hier ist die Wand. So. Dann nehmen wir uns mal die Stone Bricks und ziehen hier mal kurz die Wand rein. Ich glaube, eine Dreierbreite sollte ja absolut ausreichend sein. Und dann ist das hier so unsere Unterführung. So, ja, wunderschön. Moment. Auch nochmal. So. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Was für Blöcke nehmen wir denn auf dem Boden? Warum nicht Polished Andesite? Warum nicht? Das sieht doch auch mal ganz gut aus. Wenn ich jetzt Polished Andesite finden würde. Moment. Da ist es. So. Dann packen wir hier Slabs hin und dann packen wir dort Slabs. Nee, Moment. Da packen wir Slabs hin. Ja, genau. Und dann kommt hier unten Polished Andesite hin. So. Okay, und ja, hier packen wir nochmal sowas hin und hier packen wir sowas hin. Jetzt habe ich was abgerissen, das wollte ich nicht. Moment. Da, und jetzt dekorieren wir das Ganze mal ein bisschen. Wir nehmen uns mal einen Flower Pot. Wir nehmen uns Blätter. Wir nehmen uns Bambus. Und das sollte ja gehen. Dann machen wir hier unten einen Flower Pot hin auf beide Seiten. Bambus rein. Und dann drei Blätter oben drauf. Das geht in Ordnung. Dann haben wir hier einen absolut unschlagbaren Bahnübergang. Etwas Schöneres hat die ganze Welt noch nicht gesehen. So. Eins, zwei, drei. Und ein, hallo, eins, zwei, drei. So, sehr gut. Okay, pass mal auf, wir nehmen uns mal ganz kurz außerdem noch Stairs. So. Dann packen wir die hier noch hin. Und irgendwelche Walls, die wir im Angebot haben. Ja, nehmen wir einfach die Stone Brick Walls. Das ist auch mal ganz schön. So, so und so. Und Glowstone kommt dann da oben drauf. Zack. Zack, hallo, zack, zack und zack. Mit ein bisschen Trapdoor dran. Warum nicht Akazie? Und oben als Deckel, Moment, nehmen wir Dark Oak, weil das Ding symmetrisch ist und wie eine Tafel Schokolade aussieht. So. Ja, das geht doch eigentlich ganz in Ordnung. Okay, dann führen wir hier mal ganz kurz die Minecart-Strecke ein bisschen fort. Mein Plan ist es, dass es halt so ein bisschen, also es ist ein bisschen erhöht, ne? Das heißt, ja, erstmal können wir das hier unten zumachen. Wir wollen ja hier keine Hohlräume drin lassen, ne?
Ich finde es immer noch ganz geil, dass wir die Minecraft-Strecke jetzt aus toten Korallenblöcken bauen. Das ist sehr realistisch, meine Freunde. So baut man immer Schienenstrecken aus toten Korallenblöcken. So und nicht anders. Ist so in Ordnung? Nee, das sieht doof aus. Wenn wir das nur so machen. Nee, warte mal. Dann lassen wir es mal mit dem Schrägen abhaken. Dann nehme ich mir einfach irgendeine Art von Holz, zum Beispiel Spruce Wood, und setze das hier dran, oder? Ist besser? Ja, das ist, glaube ich, deutlich besser. Okay, dann machen wir das. So, wir müssen uns ebenfalls um die Bepowerung der Schienen kümmern. Deswegen nehme ich mir mal ganz kurz Redstone Torches, so. Und setz die hier rein. Reicht das? Mal schauen. Das reicht nicht. Drei Blöcke nach hinten. das heißt, wir müssen die Torch. Das geht nicht, verdammt. Dann lassen wir die mal dort und dann packen wir hier hinten noch eine rein. Zum Beispiel hier. So und so. Okay. Na toll, Moment. Sich Schienen immer so komisch verbinden müssen. So, da haben wir es endlich. Und die Schiene machen wir auch nochmal. So, wunderschön. Okay, dann hier hinten auch nochmal. Hier hinten kommen nämlich noch. Ach, hier habe ich jetzt einen Hohlraum gelassen. Moment, das kann ich nicht so akzeptieren. Den müssen wir kurz schließen. Und dann kommen hier wieder die Spruce Logs dran. So, und auf der anderen Seite ebenfalls. So, okay. Der Bahnhof, den würde ich dann hier tatsächlich schon mal begehen. Das heißt, wir bauen hier uns eine Art Bahnsteig. Am besten aus irgendeinem Holz, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir das Problem, dass die Schienen auf dieser Seite sind. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Dann machen wir es so. Moment. Eins, zwei, drei. So, okay. Dann sollten wir dieselbe Breite der Bahnsteige auf beiden Seiten haben. Ja, das geht, glaube ich, in Ordnung. Okay, wir überlegen mal ganz kurz, wie lang muss so ein Bahnsteig sein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das sollte allemal ausreichen. Das sollte wirklich allemal ausreichen. 15 Blöcke ist eigentlich schon zu viel für so einen Minecart-Bahnhof, aber meine Güte. So. Alles klar, dann ja, ziehen wir das hier auch mal ganz kurz fort. Hier unten lasse ich es jetzt mal kurz offen. So, und auch hier müssen wir natürlich irgendwo wieder die. Wobei will ich das? Nee, pass mal auf, das machen wir anders. Wir nehmen uns ganz normale Rails und setzen hier am Bahnhof ganz normale Schienen hin. Hier soll man nämlich nicht mit Tempo 300 durchkrachen, sondern hier soll man ganz gemächlich durchfahren. Das möchte ich nicht. So. Alles klar. Okay, dann sollten wir. Hier sowas vielleicht hinsetzen und hier sowas. Ist jetzt ein bisschen doof, weil es unsymmetrisch ist, ne? Das gefällt mir noch nicht. Wobei, es ist eigentlich auch scheißegal. Weil dieser Weg ist ja eigentlich praktisch nur dafür da, dass man,
falls man aus dem Minecart aussteigt, noch irgendwo langlaufen kann, ohne überfahren zu werden. Und im Endeffekt ist es eigentlich in Ordnung. Ja, im Endeffekt ist es wirklich eigentlich in Ordnung. Dann lassen wir es mal so. Dann kommt das Ding doch hier hin, dann ist es halt unsymmetrisch. Da kann ich auch nichts mehr machen. Ist auch doof. Naja, egal. Dann packen wir hier überall wieder die Logs hin. So. Und wir brauchen natürlich noch einen Ausstieg. Und wir müssen irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Und dann haben wir wieder ein Problem. Ah, das gibt's auch gar nicht. Pass auf, wir machen das anders. Der Bahnsteig auf dieser Seite ist ein breiter. So, fertig, Kompromiss, Ende aus. Der Bahnsteig auf dieser Seite ist ein Block breiter. Ist ja auch egal, oder? Dann können wir nämlich Folgendes machen. Wir nehmen uns Stairs, Oak Stairs, die gefürchteten, und gehen damit hier einmal hoch. So. Das ist schon eine ordentliche Höhe. Das ist eine ordentliche Höhe, würde ich sagen. Einen hoch können wir noch. So. Und dann machen wir nämlich den hier. Und dann gehen wir auf die andere Seite, sodass man den Bahnsteig ganz einfach wechseln kann. Das ist ja auch immer relativ wichtig. So. Zack. Zack. Und hier bitte einmal. Dankeschön. Folgendes. Dann ziehen wir das hier hoch und gehen damit bis hier hin. So. Und machen den hier. Dasselbe hier auch nochmal. Hier gehen wir bis hier hinten. Hier können wir eigentlich noch so einen Stützbalken hochziehen. Und dann gehen wir bis hier hinten und auch hier brauchen wir einen weiteren Stützbalken und dann ziehen wir den Balken bis nach vorne. Okay, das sieht ja eigentlich, das sieht ja ganz in Ordnung aus und hier habe ich einen Stützbalken vergessen. Das geht gar nicht. So. Ist das hier die Einfahrt zum Bahnhof? Ja, das geht in Ordnung. Hier würde ich gerne tatsächlich nochmal einen Balken reinziehen und hier genauso. So. Ja, das geht völlig in Ordnung. Und dann ist man hier jetzt im Bahnhof drin. Das ist in Ordnung. Okay, ich ziehe mal ganz kurz die Spruce Logs auf die andere Seite. Dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
So, ich habe jetzt schon mal hier hinten den Bahnsteig soweit erstmal fertig gebaut. Da kommt natürlich noch ein Bahnhofsgebäude davor, das ist klar. Allerdings möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich hier noch einen Ausgang, richtig? Und ich würde, also zum Konferenzsaal, und ich würde gerne eine Minecart-Strecke haben, die bis hierhin fährt. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Machen wir das eine Etage höher oder machen wir das eine Etage tiefer? Theoretisch würde ich höher tatsächlich auch wirklich feiern. Dass wir hier praktisch so ein Dach haben, dann geht die Minecart-Strecke einmal durch das Dach durch. Das wäre eigentlich voll geil. Und ich glaube, das würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Dann müssen wir uns jetzt überlegen. Dann würden sich welche beiden Blöcke anbieten. Hier theoretisch, oder? Ja. Dann ziehen wir das hier mal ganz kurz durch. Hier kommt ja sowieso eine Decke rein. Beziehungsweise wir können ja auch. Dass das Minecraft durch den Konferenzsaal durchläuft. Nee, dann packen wir lieber eine normale Decke hier tatsächlich rein. Warte, das mache ich dann mal ganz kurz. Moment, dann nehmen wir uns Spruce Planks und machen Fill. So, und dann gehen wir bis hier erstmal nur. So, und zack. Mit Spruce Planks. Zack. Geht das in Ordnung? Ja, dann müssen wir natürlich noch gleich ein Licht hier einbauen. Das mache ich gleich auch nochmal. Moment, jetzt ziehe ich mal ganz so hier noch die Decke rein. Wie jetzt die ganze Zeit Lightbugs hier kommen. Ja, wunderschön. Genau das habe ich die ganze Zeit gewollt. So. Pass mal auf. Dann nehmen wir uns Fences. Und wir nehmen uns Lanterns. So, dann können wir hier theoretisch einen hinsetzen. So. Dann hängen die von hier aus runter. Ist das ein bisschen zu tief? Moment. Das ist zu tief, oder? Ach, jetzt habe ich auch wieder Minecraft-Sound. Wie schön. Ich habe die ganze Zeit vorhin keinen Minecraft-Sound gehabt, aber hier in der Aufnahme hatte welches, also war es mir ziemlich egal. Aber jetzt habe ich plötzlich wieder welches. So. Sieht das aus, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir mal eine Slab nehme. Ja, das geht eigentlich. Dann, wie weit habe ich das gemacht? 3. Das heißt, wir müssen hier hin und dann kommt, ja, genau hier kommt dann der nächste Kronleuchter hin. So, zack, zack und zack und zack. Sehr schön. Und hier beim Buffet muss natürlich auch einer hin. Klar. So. Da einer, da einer. Da, hallo, da einer und da einer und ein Slab und dasselbe hier ebenfalls nochmal auf dem schwarzen. Zack, zack, zack und zack, 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 zack und zack. Sehr gut. Sind die sogar auf einer Höhe? Nee, nicht ganz. Oh, schade. Die sind fast auf einer Höhe. Naja, egal. Ein weiter raus würde ich glaube ich nicht machen. So, dann haben wir das Ding hier auch relativ gut beleuchtet. Und pass mal auf, jetzt machen wir hier oben drauf nämlich den Bahnhof, oder? Ja, können wir sogar machen. Dann müssen wir aber den einen weiter nach außen setzen oder sogar zwei weiter nach außen. So. Da nehme ich mir mal ganz kurz hier wieder das Zeug. Und wir sollten das noch ein weiter nach außen setzen. So. Dann 1, 2, 3.
So, wir gucken mal ganz kurz, wie lang dieser Bahnsteig jetzt im Endeffekt ist. 1, 2, 3, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt. Perfekt. Dann machen wir 14. Dann müssen wir nur 14 lang. So. Dann können wir den hinten auch nur 14 lang machen. Huch. Jetzt habe ich hier. Dankeschön. So. Und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. So. Alles klar. Okay. Folgendes. Ich nehme von hinten wieder die Dinger und setze die hier außen schon mal ran, damit wir wissen, okay, das ist ein Bahnhof. Damit es auch so ein bisschen wie ein Bahnhof aussieht. So. Man kann ja theoretisch hier einen Zugang von der Burgmauer aus machen. Das würde sich eigentlich total anbieten. So. Zack, 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 zack. Okay. Sehr schön. Dann ziehen wir das hier doch schon mal ein bisschen weiter. So, ich muss natürlich gucken, dass wir das Ganze hier auch irgendwie bepowern, ne? Ui. Wobei, wenn wir das hier bepowern, das sollte ja gehen. Im Bahnhof selber haben wir keine bepowerte Schienen. So, wenn ich das hier mache, dann sollte das ja eigentlich gehen. So, dann geht die Strecke hier weiter entlang. Jetzt sind wir natürlich auf einer falschen Höhe, weil hier muss der Bahnhof dann praktisch ein bisschen höher sein. Das heißt, was für Deckenhöhe haben wir, sagen wir so. Ja, das ist in Ordnung, wenn wir dann noch einen Slab drunter haben. Das heißt, auf diese Höhe wollen wir am Ende rauf. Dann würde ich das glatt hier, glaube ich, schon machen. Das heißt, wir gehen hier hoch. Und wir müssen irgendwie auch nochmal bepowern. Vielleicht hier so. Zack. Ja, oder so meinetwegen. Zack. Ist das jetzt die richtige Höhe? Das ist die richtige Höhe. Okay. Dann ziehen wir das hier entlang. So, Moment. So, okay, und hier hinten machen wir auch mal ein bisschen weiter. Hier hinten geht dann das ganze Ding in eine Kurve rein. So, oder? Ja, Moment, dann ich probiere es mal ganz kurz aus. Ah, shit, hier müssen wir die auch noch bepowern. Kann ich das so machen? Wird das so bepowert? Nein. Wie bepowern wir es hier? Hier ist die Küche. Das ist ein Problem. Wenn ich... Das hier sieht ja im Endeffekt sowieso keiner. Wenn ich hier jetzt einen Redstone-Block reinsetze. Das bemerkt ja keiner. Und dann nehmen wir uns Repeater. Zack. Und zack. So kann man das bepowern. Okay, ich probiere es mal ganz kurz aus. Also, wir haben so. Und dann nehme ich mir unsere ganz normalen Schienen, die ich noch im Inventar habe. Dankeschön. Und dann gehen wir praktisch hier entlang. Und die andere Strecke praktisch so. Ja. Okay. Das geht in Ordnung. Okay. Dann kommen hier jetzt wieder die normalen Schienen hin. So. Bis hier. Nicht da. So. Und dann verbinden wir das Ganze
Und dann kommen hier jetzt die anders powered. Ja, alles klar. Dann kommen hier jetzt die normalen Schienen hin. Das klappt ja auch. Das ist ja perfekt. So, wir müssen hier vom Bahnhof garantiert noch einmal bepowern. Deswegen mache ich einfach den hier. So. Zack. Und ja, dann geht es erstmal bis hierhin, würde ich sagen. Wir müssen dann ja mal schauen, wo das Bahnhofsgebäude am Ende hinkommt. So. Alles klar. Okay, dann hätten wir das auch schon mal. Dann haben wir schon mal zwei Minecart-Strecken. Also die geht von dort hinten bis hier und dann geht sie dann auch wahrscheinlich noch weiter. Und die ist so eine Querstrecke dann. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann haben wir auch ordentlich was geschafft für diese Folge. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier habe ich Fusch am Bau betrieben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bleibt dran und ciao.